wahrscheinlich gerade beim Frühstücken. Da schau, da sind wir. Da sind wir am Haufen. Sehr gut. Sehr gut. Ei, da ist er, ja, schau her. Mei, ist der klein. Richtig putzig. Der ist ja nicht einmal so groß wie ein kleiner Fingernagel. Wie viele Leute sind da schon vorbeimarschiert und haben nichts gesehen? Der Name des Sonnentaus ist eigentlich einfach zu erklären. Wenn man sich das anschaut, das sind so kreisrunde Blätter, so rund wie die Sonne. Dann die Tentakeln, so diese Fangarme, das ist wie Sonnenstrahlen. Und der Tau, das sind diese klebenden Tröpfchen, das sind so Sekrete. Wenn es einmal drauf sitzt auf dem Blatt, dann bleibt es kleben. Und die Fliege kann dann immer weg und dann wachsen die Tentakeln. Schön langsam so. Eine Stunde, zwei Stunden. 5 Stunden, 6 Stunden. Dann ist es vorbei mit der Fliege. Und dann kommen so schöne Enzyme und die zersetzen alles so wunderbar. Diese Pflanzen mit Fleisch zu füttern, das wäre ja abstrus. Also das ist also typisches Innviertler Bradl. Also das, da haben wir keine Chance beim Sonnentau. Oft braucht es einmal gar nicht viel, dass wir auch unsere Naturschätze erhalten. Und auch dafür ist Natura 2000 gut. Das sollen eben auch Landschaften geschützt werden, wo man gar nichts aktiv machen muss, nicht mähen, nicht schlägern, sondern einfach nur so belassen, wie es ist. So Jungs, heute die Tentakel steif.